Frau Dahlke, ich möchte Sie jetzt nochmal ins Gespräch wieder reinbringen. Und zwar sind wir ja beide 1989 geboren, ganz entscheidendes Jahr, vor allen Dingen mit Blick auf die Osteuropa-Erweiterung der Europäischen Union. Wir feiern in diesem Jahr 15-jähriges Jubiläum der großen Beitrittswelle. Polen, die baltischen Staaten, Ungarn und viele weitere Länder. Viele haben davon in ganz enormem Maße profitiert. Und wenn Sie dort Aufenthalte verbringen, beispielsweise in Riga, in Ljubljana, dann treffen Sie junge Menschen, die begeistert sind von der europäischen Idee, die von den wirtschaftlichen Vorteilen natürlich profitieren, Erasmus, Austauschprogramme, Universitätsmöglichkeiten, Sprachkurse, Work and Travel, all die Vielfalt, die da gelebt wird. Wenn wir jetzt mal einen Blick nach vorne werfen, Frau Dahlke, wie wird denn die EU-Erweiterung in den nächsten 10, 15, 20 Jahren voranschreiten? Welchen Eindruck haben Sie da? Ich glaube, dass es erstmal nicht die Riesenerweiterung noch geben wird. Aber darf ich ganz kurz noch auf das reagieren, was eben Herr Ruklo gesagt hat, weil es ist, ehrlich gesagt, mich etwas verwirrt hat zu sagen, dass es ein Eldorado der Steuerpolitik gibt in den Nationalstaaten und deswegen die Nationalstaaten die Steuerpolitik bestimmen sollten. Das ist doch genau andersrum. Das nur weil, naja, aber sowas nicht, also nur weil die Staaten ja selber ihre Steuerpolitik entscheiden, können ja gerade die Firmen sich aussuchen, in welches Niedrigsteuerland sie gehen. Also das ist mir ganz wichtig, dass es eben einheitliche Mehrwertsteuersätze zum Beispiel gibt. Okay, also das wollte ich nochmal ganz klarstellen. Ja, vielleicht zielt die Frage ja auf die Türkei-Erweiterung. Also da ist es wohl im Moment vielleicht so, dass, auch Balkan. Dass wir, was die Türkei angeht, glaube ich, in der momentanen Situation nicht damit davon ausgehen können, dass dieses Land im Moment sich eben nicht zu den europäischen Werten so bekennt, dass man das Land aufnehmen könnte. Ich halte es trotzdem für falsch, die Beitrittsgespräche ganz abzubrechen, weil man ja immer noch signalisieren möchte, wenn es sich wieder demokratischer entwickelt, dann wäre es auch möglich, da wieder drüber zu reden. Balkan, ja, ich glaube, es wäre auch nicht verkehrt, sich erstmal in dem Europa, was wir haben, zu sortieren. Da erstmal sehr viele Punkte zu verbessern, die wir jetzt ja eben auch mehrfach angesprochen haben. Andererseits natürlich perspektivisch auch zu schauen, möchten die Länder sich eben eher Europa hin orientieren oder möchten die sich eher in Osten orientieren, also was auch die Länder möchten, und dafür Gespräche auf jeden Fall immer offen sein. Herr Wissenbach, soll die Europäische Union noch wachsen? Die Europäische Union nach meinem Verständnis in Europa der Vaterländer kann gar nicht groß genug sein. Aber diese EU, die darf um Himmels Willen nicht noch wachsen. Frau Pavlik, dieselbe Frage an Sie. Ich bin da eigentlich ganz bei Frau Dahlke. Ich glaube, wir haben genug Probleme, die wir in Europa lösen müssen, auch was die Angleichung der Wirtschaftsstärken in den einzelnen Ländern angeht, soziale Standards und. Nichtsdestotrotz bin ich eine Vertreterin der internationalen Diplomatie und glaube, dass wir auf jeden Fall immer wieder mit anderen Ländern ins Gespräch kommen müssen, immer wieder schauen müssen, wie wir uns gegenseitig unterstützen. Und ich glaube, langfristig sind auch Sachen wie die Energiewende, wie der Klimawandel, wie die Asyl- und Migrationspolitik international zu lösen. Und da müssen wir natürlich als Europa vorbildlich voranschreiten, gerade was Friedensdiplomatie zum Beispiel angeht. Da brauchen wir ein starkes Europa, das auch in die Welt friedensstiftend wirkt zum Beispiel. Und ich glaube, dass wir auf jeden Fall Gesprächen offen sein müssen, aber erst einmal natürlich genug Probleme haben, die wir jetzt intern lösen, was nicht bedeutet, dass wir jetzt alle Gespräche abbrechen, sondern da auf jeden Fall die Türen offen lassen sollten. Aber das für mich jetzt nicht der Fokus der Politik. Sieht das hier jemand in der Runde anders? Sind hier alle, es wird so nicken hier ringsrum. Gibt es jemanden, der sagt, den Staat, den bräuchten wir noch? Dem müssen wir vielleicht die Perspektive aufzeigen? Frau David. Also ich bin der Meinung, dass schon der Westbalkan eine klare Beitrittsperspektive braucht. Und da finde ich, müsste auch unser Programm, wir haben jetzt keine Zeitschiene während dieser Periode, also während der nächsten Wahlperiode. Aber ich glaube, wenn ich Richtung Serbien oder anderer Länder gucke, ist das dringend notwendig, dass wir die Gespräche intensivieren. Weil das ist auch da eine Frage, denke ich, von Krieg und Frieden. Solange diese Länder daran glauben, zur Europäischen Union kommen zu können, ist da eine ganz andere Entwicklung. Und da bemüht sich ja, ich war in Sarajevo,
Sarajevo, da sieht man das beispielsweise auch Saudi-Arabien, da die Moscheegemeinden unterstützt, also andere Länder. Dann ist China da aktiv, in Serbien ist auch Russland teilweise aktiv. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir als Europa denen ganz klar die Hand reichen und meiner Meinung nach auch möglichst schnell. Ich meine, es gibt zwar die Kopenhagener Kriterien und auch beim Thema Türkei sehe ich es ein klein bisschen anders als unser Spitzenkandidat. Weil die Verhandlungen sind ja so Kopenhagener Kriterien, dass die Türkei mit der Politik von Erdogan jetzt nicht reinkommen kann. Also ist ja ausgeschlossen. Aber ich finde es auch fast ein bisschen fahrlässig, jetzt komplett die Tür zuzuschlagen, weil es passiert ja jetzt auch nichts. Und man hat die Wahlen gesehen in Ankara, in Istanbul. Da sind liberale Kräfte gewählt worden. Ich glaube, die Türken brauchen uns jetzt so dringend wie nie und die Zivilgesellschaft. Und ich glaube, da müssen wir ganz, ganz vorsichtig vorgehen. Und manchmal ist Politik halt auch Realpolitik. Und dann müssen wir halt sehen, wie wir da weiterkommen.